Totenhaus von Janáček beruht ja auf dem Roman von Dostojewski, der sehr umfangreich ist. Und Janáček hat sich die für ihn spannendsten Episoden rausgenommen. Das sind vier große Erzählungen unterschiedlicher Länge, alles sozusagen Straftäter. Und es gibt aber auch eine Rahmengeschichte. Ein politischer Gefangener kommt zu Beginn in dieses Straflager rein und wird am Ende entlassen. Und das sind im Grunde die beiden Strukturen dieses Werks. Da wir gerade aus verschiedenen Ländern diese Berichte hören, dass Journalisten und Schriftsteller und Intellektuelle einfach so verschwinden, hat uns das sehr interessiert. Und deswegen zeigen wir am Anfang auch ganz klar, das ist ein Journalist. Also der arbeitet an einer Recherche und wird dann sozusagen einfach mal mitgenommen. Es gibt vier große Monologe. Und sozusagen von den Großen, der kleinste ist, den der Peter Marsh hat. Das ist eine eher komische Figur. Und dann ist so der Zerbrechliche ist A.J. Glückert. Und der eher so eine Narrenfigur darstellt. Der andere ist Vincent Wolfsteiner. Der hat auch in dem Lager hat der so eine eigene Funktion. Der ist der Operateur, also der ist der Arzt. Und dann natürlich sozusagen die komplexeste und größte Figur macht Martin Kränzle mit Schischkow. Also für mich ist es spannend, dass diese Musik sehr symphonisch ist. Und das fand ich bei den Proben mit Tito Ciccarini schön zu erleben. Gerade weil die Bühne relativ karg ist, hat dann die Musik sozusagen so die Farbigkeit und ja, das Innenleben sozusagen kommt daher. Das Besondere bei dieser Produktion ist, es werden beide Drehbühnen gleichzeitig eingesetzt. Es gibt Bewegungen der großen und der kleinen Drehbühne gleichzeitig. Die Aufgaben des Fahrmeisters in einer Produktion sind die Steuerung der Drehbühne auf Zeichen des Inspizienten, die auf Note die Drehbühne startet und auch zur richtigen Note auch wieder im richtigen Zeichen ankommt. Die Drehbühne ist gelagert auf einer Art Eisenbahnschiene und Rädern. Und das Eigengewicht beträgt 550 Tonnen circa, werden aber nur von zwei Motoren in der Golfklasse angetrieben. Man braucht erstmal ein Modell, also ein Modell mit einer großen Scheibe, in dem eine kleine Scheibe ist, um das wirklich zu studieren. Und dann muss man natürlich auch das Theater fragen, ob es wirklich in der Lage ist, technisch das zu gewährleisten im Repertoirebetrieb, die halbe große Scheibe leer zu räumen. Das ist ja auch jedes Mal eine ziemliche organisatorische Leistung von der Technik, dass das überhaupt geht. Dann müssen die Mittel, glaube ich, bei dieser Art von Raumdisposition, müssen die Mittel vergleichsweise überschaubar sein und einfach genug, dass man diese räumliche Disposition nicht durch irgendwelche Theatermittel wieder zukleistert. Ja, die Historie hängt ja unmittelbar damit zusammen, dass ich das Stück eigentlich zum zweiten Mal, das Bühnenbild hier mache. Und das erste Mal war es in den 90er Jahren, 94 in Frankfurt und zwei Jahre vorher in Brüssel. Hier ist es wesentlich, der Ansatz war, dass der Chor und die Solisten eine Gruppe ist, Lagerinsassen. Und ich glaube, das Stück ist so stark in seiner Raumbehauptung, dass man die Räume drumherum, in denen die Welt dieser Gefangenen spielt, dass man die nicht unentwegt illustrieren muss. Also der Kern des Stücks scheint mir
die Brüchigkeit unserer Normalität zu sein. Also wie schnell kann es sein, dass wir verhaftet werden, in eine andere Situation kommen und wie schutzlos sind wir dann? Ja? Das ist Gott sei Dank jetzt nicht unser Alltag, aber es ist in unserer Welt dieses Thema. Wenn du zurückkommst oder entlassen wirst, wie geht's dir denn dann? Also was hat das mit dir gemacht? Du bist zwar wieder frei, aber du bist im Grunde gebrochen. Und das scheint mir die ganz zentrale Aussage zu sein.